Servus Leute, wie geht's euch heute? Ich bin's wieder, Rollerming, was ist scheiße, heute alle wieder herzlich willkommen zu dieser weiteren Runde der Kampfgruben-Castings. Und heute wollen wir mal wieder richtig auf die Kacke hauen und mal gucken, was unsere Untoten denn heute hier leisten können. Beziehungsweise wollen wir beginnen einfach mal mit Krakorn, dem Vollstrecker. Wow, was ist das? Krass. Der sieht ja heftig Zeit, aus. dich zurechtzustutzen. Alter, sieht der nice aus. Es sieht so aus, als hätte man den skalpiert, den armen Kerl. Boah, der ist erzürnt durch Verletzung. Der hat doch überhaupt gar keine Verletzung. Gut, gibt dem direkt mal eine voll mit. Und der hat aber auch Leben abgezogen, der liebe Gund. Also, da hat dieser Fälscher es nicht einfach. Also, er hat da keinen einfachen Gegner. Na gut, und. Also, hier unser Vollstrecker hier, der macht den fertig. Guckt euch das mal an. Also, der muss ein paar Kicks drauf haben, die könnten einen kleinen Elefanten umbringen. Und wie der den fertig macht, seht euch das an, der kommt gar nicht mal dazu. Man könnte es schon fast schade finden. Der Kerl sieht nice aus, aber er kommt nicht an dem Schild vorbei. Jetzt hat er es mal geschafft. Aber ob das reicht, ob das reicht, ich glaube es ja nicht. Und er könnte ein Comeback starten. Wenn er jetzt ein Comeback startet, dann wäre das natürlich was. Und es gibt da nochmal eine richtig hinterhergeballert. Krass. Vielleicht kann er es ja noch schaffen. Wenn er natürlich jetzt nicht gut. Oh, das wird nochmal richtig eng hier. Krass. Und der hat. Ja, ist nicht Gunt, sondern. Gunt war der Fälscher. Ach, Mann. Egal. Schade. Sehr gut. Ihr könnt ja gerne schreiben, ob ihr den sehen wollt, ne? Mir wärst du besser nie begegnet. So, jetzt haben wir mal wieder ein paar Armbrustschützen. Flak der Schrecken. Er ist wahrhaftig ein Schrecken in den Kampfgruben. Er hat ja schon ein paar, wirklich tatsächlich ein paar Anwärter tatsächlich sehr, sehr brutal fertig gemacht. Das muss man an der Stelle ja mal sagen. Mal gucken, ob es jetzt einen würdigen Gegner hier gibt. Oh, und der würdige Gegner, der setzt sich gerade ganz schön krass in Flammen hier. Er kriegt hier drauf gefeuert. Wie der so schnell nachladen kann, ist mir ein Rätsel. Wow! Einfach mal durch den anderen durchgeschossen. Krass. Und Flak hat noch nicht mal. Jetzt hat er gerade mein Leben abgezogen bekommen. Aber ist jetzt gut. Jetzt liegt er auf dem Boden. Jetzt, das könnte natürlich ein Vorteil sein. Für den Anwärter hier. Ich habe den Namen vergessen. Der Ronk, genau. Ronk hieß er, glaube ich. Ich hoffe es jedenfalls. Beim Anfang habe ich ja ein bisschen die Namen vertauscht. Oh, das wird krass. Das wird, glaube ich, richtig gut. Das wird richtig gut. Oh, ne. Und jetzt fängt auch noch er an. Wenn Ronk das jetzt schafft. Und sehr gut. Wow, und ist gerade explodiert. Alles klar, okay. Auf geht's in die nächste Runde. So, was haben wir denn hier für eines? Du willst eine Herausforderung? Gut. Könnte sein, dass das ein wenig. Wieder ein wenig. Ja, nicht ganz aufgepasst haben bei diesen Kämpfern hier. Aber, naja, was soll's. Vielleicht erleben wir ja von Amuk eine Überraschung. Amuk war ja ein Champion. Ein Champion von Zeregost sogar. Ist hier geboren in Zeregost und hat hier auch tatsächlich dann gegen auch andere durchgesetzt. Damals galt noch die Regel, man muss in jeder Disziplin drei Gegner besiegen. Und er hat sich damals durchgesetzt. Ich glaube. Oha! Wow! Er war damals auch als er sollte als Titelverteidiger sollte er hat in die Fußstapfen des ersten tatsächlich das war glaube ich sogar auch ein Gnadenloser sollte er reinstapfen und er gibt ein gutes Matchup hier. Was anderes erwartet man auch nicht von einem Kämpfer, der im Turnier der Champions mitgemacht hat. Und das könnte sogar richtig spannend jetzt mal werden. Oh, die kämpfen bis zum letzten Mann. Der nächste Schlag wird es auf jeden Fall bringen. Wer wird es sein? Oh, ja, doch nicht. Mal gucken. Das wird ein Finisher. Das gibt einen Finisher. Und. Sehr gut. Krass. Amuk reißt Kopfhirnbeißer den Schädel ab. Nice one. Auf geht's in die nächste Runde.
hältst dich wohl für stark. Das sehen wir ja gleich. Jetzt haben wir hier Krakorn Eisenreiter gegen Uckbuck. Und mal schauen. Krakorn hat sich ja wirklich bewährt in den Kampfgruben. Also er hat wirklich gezeigt, dass er wirklich einer der Prüfer ist, mit dem man sich überhaupt nicht anlegen möchte, den man nicht als Prüfer haben will. Denn seine Prüflinge hatten bisher kaum eine Chance. Und derjenige, der gegen ihn gewinnt, der wird natürlich hoch angesehen sein. Mal sehen, ob es der Hornbläser vielleicht gegen ihn schaffen könnte. Boah. Aber ich glaube nicht. Oh, und wie Krakorn drauf geht. Er vermöbelt ihn nach allen Regeln der Kunst. Jetzt gibt es nur eine Sekunde Pause. Jetzt mal für Uckbuck, aber. Und das war's. Die Sekunde Pause hat nur das Unausweichliche etwas hinausgezögert. Weiter geht's ab in die nächste Runde. Aha. Der Tod des Hetzers Sakuga. Gegen Dusch, den Hinreißenden. Ja, er ist wunderschön. Also, das muss man ganz ehrlich sagen. Er ist so schön. Den sollte man am besten, dem seinen Kopf sollte man am besten einbetonieren und im Atlantik versenken. So. Ich bin jetzt mal wirklich gespannt, wie die beiden sich schlagen werden. Ich finde ja, Sakuga sieht ja richtig nice aus. Ich mag das einfach, wenn, dass die so eine Art bisschen, wie so Piraten sind, so ein bisschen aus das Kopftuch. Finde ich richtig nice an denen. Oh, und das gibt ein gutes Matchup, glaube ich. Das wird ein sehr, sehr gutes Matchup. Natürlich hat Dusch den Vorteil, dass er hier seine Leibgarde dabei hat, in Form dieser beiden Orlocks. Natürlich darf Sakuga jetzt hier nicht die ganze Zeit aufmucken. Er muss natürlich etwas zeigen. Dusch tut eher weniger und gerade mal seine Leibwächter bringen hier ein bisschen was. Dusch sollte jetzt mal zuschlagen. Ansonsten ist das hier für Sakuga sehr gut. Oh, und jetzt ist Dusch aggro. Dusch ist aggro. Oh, und er ist richtig aggro. Huhu, das könnte jetzt... Oh, Dusch, der Hinreißende, wurde verdammt. Und damit gewinnt Sakuga. Hier im Casting. Meine Damen und Herren, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, lasst ein Like, Bewertung, Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und dann sehen wir... Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, genau. Jetzt habe ich mich wieder wiederholt. Und ja, haut rein, bleibt dabei. Lasst ein Like, Bewertung, Abo da. Macht's gut.